Aber jetzt fahren wir trotzdem dahin und die neue Folge hat wieder angefangen. Ich bin ein Dabbes, ey. Und damit willkommen zurück bei GRW. Ja, Oh herzlich Gott! willkommen zurück. Hast du das Genau wie Radio es an? geplant war. So, aber ich gehe jetzt trotzdem kurz in die Küche. Bis gleich. Jo, bis gleich. Kurz überlegen. Und dort bin ich zurück. Bierchen. So, was haben wir denn da? Unidats? Ja. Du parkst mitten im Maisfeld. Unauffällig, unauffällig. Das wäre mir halt lieber, wenn wir irgendwie vorher wüssten, wo die Gegner stehen. Alter! Okay. Das nächste Mal fahren, fliegen wir vorher mit einer Drohne, glaube ich, drüber, oder? Was sagst du? Der sitzt hinter den Sandsäcken. Der ist tot. Links daneben ist, glaube ich, aber noch einer. Ja, da kommt noch einer. Noch ein schwerer. Wie gesehen. Ernsthaft. Bin ich schon entdeckt. Epipen. Ah. Ich bin gerade nebenbei noch ein Zigarettchen. Versuch dich zu beschützen. Herzallerliebst von dir. So, Moment, noch anzünden und dann geht's los. In unmittelbarer Umgebung vom Haus sollte nichts mehr sein. Lol. Mal die Tür ein. Das wäre geil, wenn du so ein Movement machen könntest. Wenn du die Tür Die ist eintrittst, direkt hier. dass der nebendran stehende eine Blendgranate zum Beispiel reinschmeißt oder sowas. Wäre cool. Ich bin abgelenkt. Alter, da So. unten kommen halt einige hoch, ne? Ja, da unten ist auch ein Heli. Ich würde sagen, wir rein in den Heli und machen uns mit dem Heli vom Acker, oder? Gut, komm. Heli ist frei. Warte. Startet. Geh hin. Ja, wenn ich könnte. Landung. Schnell, 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 schnell. Ja, weg. So, gucken wir erstmal, wo wir hin wollen. Hier unten gibt es noch einen Waffenteil. Da waren wir noch. Huch, noch nicht. Ja, genau da, wo jetzt gerade die Patrouillen sind. Na super. Ah, verloren. Jetzt nur kurz warten, bis sie weggefahren sind. Ja, ich pflanze jetzt uns jetzt hier oben zwischen die Steine, damit gesnipert. Oh, so ein steiler Berg auch. Da links auf das auf den kleinen Vorsprung. Hab's gerade auch gesehen. Kann das sein, dass sie an der Heli-Physik rumgeschraubt haben? Ja. Die fliegt irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Geht einigermaßen.
So, dann schauen wir mal. Hörgerät doch hin. Scharfschützen. So geht das. Boah, sauber. Ja, ganz da hinten ist auch noch einer. Ah, ich lad nach. Kann du das Magazin? Läuft einfach weiter. Ich bin getroffen einmal. Ich lade nach. Naja, jetzt kommen sie heran. Au, reload. Der Scharfschütze hier direkt vor uns hat mich gesehen. Alles klar. Der ist tot. Lad nach. Scheiße. Was ist? Hörst du es nicht? Aus. Sehr gut. Der Tango ist hin. Hab noch einen Scharfschützen entdeckt. Jawohl. Da fliegt ein Helikopter rum. Oh, ich habe genau durchgeschossen. Jawohl. Da unten links kommen drei. Helikopter direkt über uns. Helikopter, welcher Helikopter? Granate, Achtung! Alter, übertreib halt. Ich bin um. Da sind zwei Stück noch. Der letzte guckt gerade nicht zu dir. Einer kommt. Sind noch insgesamt vier, die da auf dich zukommen. Einer sitzt da, der bewegt sich aber nicht. Zwei kommen. Alter, wie mies. Die Animation war gerade assi. Alles nur wegen einem versauten Schuss. Kannst mich mal, du Blödmann. Entfernung richtig einschätzen. Ich muss mich mal erstmal wieder einspielen. Außerdem habe ich gerade auf eine noch größere Distanz getroffen. Also die M40 A5 ist eigentlich gezeroed auf 200 Meter, in jeder Mil dort 50. Kannst du dir ungefähr so merken, zwischen 50 und 75. Ja, super, gleiche Position. Also 250 Meter und. So nicht. Oh, sie ist sogar auf 300 Meter gezeroed, sehe ich gerade. Oder nahezu auf 300. Aber ich habe einen verschossen. So, der Alarm muss aus. Ja, aber da sitzt halt einer in der Armory. Ready?
mittig im Lager, ey. Ja, das ist aber ein Heli, der zu dem Truck da unten gehört, der jetzt da gerade auf der anderen Seite angefährt. Siehst du ihn? Ja. Wem gehört der? Ich bin gerade etwas irritiert, dass da so wenig los ist in der Basis. Besser für uns, oder? Das schon, ja. Wollen wir den Dingens hier unten direkt mitnehmen, oder? Weil der kommt hier hoch zu uns, wenn ich das richtig sehe, oder? Das ist noch ein Scharfschütze. Ja, kommt zu uns. Der fährt an uns vorbei, lassen. Oder? Was sagst du? Wäre in Position. Dann machen wir das. Also angehalten habe ich ihn auf jeden Fall. Du hast den Heli? Jo. Hab aber keine Granatwerfermunition mehr. Ich markiere eben. Lauf schnell rüber und. Oh, warte mal. Wow. Das muss jetzt schnell gehen. Kommt immer mehr, wir sollten hier jetzt weg, ne? Ja, sehe ich auch so. Ich verpiesel mich gerade schon. Ja, ich laufe in die andere Richtung. Ich laufe den Berg hoch. So verwirren wir sie wenigstens. Ja, ich renne gerade außen rum zum Waffenpart. Ich hab halt so wie du auch keine Granatwerfermunition mehr, ne? Das ist schlecht. Und bei dem Waffenpart ist noch ein Gegner mit drin, ne? Ich wollte gerade sagen, wir sind schon mit die Patrouille los. Zwei oder drei Gegner hier sogar. Yep. Oh. Alter, was flackt denn hier rein, ey? Wow, vier. Scheiße. Wow. Einer läuft auf dich zu direkt. Hab ich. Stehen hier noch. Achtung, Granate. Wow, Alter. Hab gedacht, ich krieg die Deckung noch. Ich glaube, wir müssen mal unseren Körper irgendwie besser machen oder mehr Stealth machen. Ich vergesse immer die Drohne, dass wir die ja auch noch haben. Das ist dann manchmal schon ein bisschen ärgerlich, ne? Oh Mann, wie ärgerlich. Wir sind halt auch die totalen Idioten, so wie wir uns hier anstellen. Baumann,
versteht wohl nicht, was uns ausmacht, wenn sie verlangt, eine unschuldige Frau als Druckmittel einzusetzen. Ein Führungsoffizier, der glaubt, wir machen nur die Drecksarbeit. Damit das klar ist, solange sie keinen von uns töten will, tun wir der Frau nichts. Ist klar. So, bevor ich es vergesse, Drohne. Boah, da ist er hinter. Wollte gerade sagen. Hier ist schon mal safe. Vor dir irgendwo müssen Gegner in dem langen Gebäude sein. Ja. Wir wollen ja nicht viel, wir wollen ja nur das Weaponry Part. Sogar eine Waffe. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Hier ist sogar ein Waffenpart. Scharfschützengewehrmagazin. Geil, das kann ich gebrauchen. Der Alarm ist an. So ein Abverpissen. Das, was wir haben wollten, haben wir. Ja, nur von da kommt gerade eine Patrouille. Das ist ein zweiter Tango. Ach, bei dir ist der Unidad voraus, ne? Hm. Markierst du sie? Das ist, glaube ich, nur einer. Oh, das sind drei! Das sind drei. Wenn du sie mit deiner Drohne markierst, kill ich sie von hier aus. Na so. Zum Heli oder was? Yep. Fährt hoch. Ich bin der Pilot. Ich hab's nicht gesehen. Alles gut, nichts passiert. Ich sag aber, ich hab nichts gesehen. Ich war's nicht. War noch im Inventar, als ich gehört habe, dass ich es gemacht hab. Oh cool, hier sind mal diesmal keine Wachen oder so ein Mist. Keine Gegner. Keine Gegner bedeutet auch keine XP. So, aber wenn wir gerade hier keine Gegner haben, dann gucke ich mal eben ins Inventar. Wegen dem Scharfschützen-Ding, richtig? Ja. Scharfschützen mal. Nee. Tatsächlich, muss ich sagen. Mensch, für keine Waffe, die wir haben. Ja. Das ist blöd. Ah? Hey,
Ah, oh Mann. Dann neben dran direkt die MK17. Aber eine große Militärbasis, mehr oder weniger. Merkst du's? Bei uns, ne? Das hätte ich halt jetzt nicht gemacht. Alter. Fandest du noch hinten? Priester. Jetzt nicht mehr. Also der fährt uns jetzt nicht mehr, der Chris. Ich hab ihn getroffen. Alter, auf, Junge. Okay. Position suchen und dann Attacke. Aber, ganz wichtig, er ist Spute. Enemy spotted. Oh, wunderbar, guck mal hier eine Jagdhütte, das hätte ich geschaffen für uns. Also ich lege mich dann mal hin und hau mal die Drohne raus. Störsender. Also manuelles Spotten. Erstmal Scharfschützen ausschalten. Hab einen. Ja, alles klar, ich habe ihn halt genau getroffen. Bin da rechts auf dem Turm, hast du? Ja. Das System, da ist der Störsender. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ich weiß nicht, wo die herkommen. Wieder. Aufstehen, wegrennen. Da! Ah! Ja, was schießt von da hinten, bitte? Oh, ein Mörser! What the fuck? Verschwinde. Handy hinter dir her. Nein, ist er nicht. Wo die denn mit einmal alle herkommen, ey. Miese Brise. Was? Respawned gerade. Jo.
Da kommen einige zu dir hoch, ne? Alter, genau. Ach ja, und auf einmal läuft der andere von hinten an mich ran, Mann. Da kommen vier andere hochgelaufen. Boah, ist das anstrengend. Alter, was da... Siehst du diese ganzen lila Punkte? Hast du mal unten auf die Straße geguckt? Ja. Da stehen 12 Millionen Autos rum. Hey, hilf mir doch mal, du Typ da in der schwarzen Rüstung. Jetzt verfolgen die mich alle. Sollt mich aufheben. Helf euch auf den Flüchtigen zu fangen. Ernsthaft? Alter, ich bin hier eingekreist von 15 von diesen Typen, Mann. Respawning. Ja, solange du ein Opferschwein hast und du es überlebst, jedes Mal ist alles gut. Alter, da rennen nicht nur 15 rum. Ja, was entdeckt mich denn hier? Als ob. Als ob der Handy eine Granate überlebt, ey. Bist du schon wieder tot oder noch am Leben? Am Leben, alles gut. Ich bin jetzt einmal um die rumgelaufen. Ich fange jetzt gerade an, so ein bisschen die Reihen auszudünnen. Ah, die laufen doch schon wieder auf mich zu. Wollen wir doch nur die... Ah, da. Nein, habe ich schon mitgenommen. Ziemlich mal aus der Reichweite der Uni. Ja, das ist brutal. Also da hast du keine Chance. Das sind, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Leute. Ich meine, wir sind jetzt in einem Gebiet, wo wirklich High-Level ist. Aber trotzdem, das ist übel. Naja, solange ich gerade am Sterben bin und gleich beim Pedo-Respawn, mache ich mal Folgenpause, weil wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich will eigentlich gucken, dass ich die 20 Minuten hinkriege, aber das ist schwierig. Also dann, bis zur nächsten Folge, also bis gleich, je nachdem, ob ihr das am Stück guckt oder nicht. Na, geh weg hier. Und ja, bis dann. Macht's gut.